Letzter Spieltag führte uns bei strömenden Regen nach Dortmund-Hombruch. Der Tabellenletzte empfing den Tabellenersten. Aber für den TSV heißt es, auch solche Spiele müssen erst einmal gewonnen werden. Und dass sich so ein Tabellenletzter auch mal richtig wehren kann, hat man alles schon erlebt. Die erste Gelegenheit für den TSV, die bot sich dann auch gleich am Spielanfang und es war eine Fehlentscheidung. Lukas hier nicht im Abseits bei der Ballabgabe, definitiv nicht. Er versenkt die Murmel, aber der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Weiter geht's für den TSV, die erspielten sich jetzt immer mehr Platzanteile. Sui sieht auf der rechten Seite, Westerhoff steht weiter, Ball und Westerhoff will den Ball rüberlupfen, aber nee, da hat der Keeper was dagegen. Leider klappt es nicht. Der folgende Eckball, ebenfalls von Westerhoff. Dirix touchiert den Ball noch mit dem Kopf, gibt in die richtige Richtung, vom Innenpfosten knallt das Ding dann in die Maschen, sein zweites Saisontor und das in der 12. Minute. Na bitte, geht doch, genau das wollten die mitgereisten Fans bei diesem Sauwetter sehen. Der TSV sollte den Torreigen doch endlich eröffnen, in der 12. Minute tat er es. Der Hembrucher V tat sich schwer, immer mehr Platzanteile hatte der TSV. Der Ball kommt rüber auf Zui und in der Mitte, da wartet Westerhoff. Und das Ding hätte eigentlich drin sein müssen, aber er kam in Rücklage. Somit ging das Ding über den Kasten. Wittjes. Und da verliert der TSV den Ball und der Hombrucher SV, wie aus dem Nichts, tauchen sie auf über die rechte Seite. Dann geht der Ball in die Mitte, dann wird von der Garde nochmal ausgetanzt und zack ist das Ding drin. Das war kurz nach dem Tor durch den TSV. Es war Christian Watzian in der 16. Spielminute. Das war eine prompte Antwort. Das hat man eigentlich nicht erwartet vom Hombrucher SV. Der TSV, der musste natürlich jetzt richtig ackern, die mussten jetzt eine Antwort geben, so konnte das natürlich nicht stehen bleiben. Zumindest wollte man in der Halbzeit mit dem Führungstreffer losgehen. Zui, der bekommt den Ball rüber gedrechselt und was macht der denn? Was für ein lupenreines Ding, der nimmt den direkt. Meine Güte, ein Teufelskerl, das war ein Tor, auch wieder ein Tor des Monats, zumindest hier bei uns in der Westfalenliga. Und das war die prompte Antwort, eine Minute später nach dem Ausgleich durch den Hombrucher SV. Wir schauen uns das nochmal an. Zui nimmt ihn direkt und das Ding knallt in das Dreieck oben links rein. Keine Chance für den Keeper vom Hombrucher SV. 2:1, das ist ein Ergebnis, womit man richtig gut in die Halbzeit gehen kann. Aber zunächst ist der Hombrucher SV noch einmal Richtung TSV unterwegs. Und in der Mitte, da steht Wedemann, der knallt das Leder doch einiges am Kasten vorbei. Und bei der anschließenden Ecke ist es dann Robin Häuft in der Mitte, der Mann mit der Nummer 4. Der prüft Blei, aber der Schuss ziemlich schwach geschossen. Das dürfte kein Problem für unseren Keeper sein. Ja, dann war es zur Halbzeit 2:1. Das Ergebnis, das blieb so. Es änderte sich nicht mehr. Die Leistung des TSV war eigentlich okay, aber ich denke mal, der Trainer wird nur an einigen Schrauben drehen wollen. Dann zweiter Durchgang, Freistoß Westerhoff. Zunächst kann der Ball gehalten werden und dann Ertan Temel, sein erster Einsatz nach langer Verletzungspause. Das hat uns besonders gefreut in der 47. Spielminute, gleich nach Anpfiff. Da wird das 3:1 markiert. Das ist doch schon die richtige Richtung und das müsste doch reichen. Und hier Westerhoff, kleiner Schalk im Nacken. Temel schaut noch nach seinem Gummiband. Und da, hallo, hier ist es, Bester. Damit wollte man sich natürlich nicht zufrieden geben. 3:1 ist schon okay, eine gewisse Sicherheit. Wester, der versucht es auch mal aus der Entfernung, aber es sollte an diesem Sonntag nicht klappen. Sein dritter Versuch, dreimal ging es nicht rein, aber Wester hat zwei Dinge gut vorbereitet und Trainer Schrank, der dirigiert seinem Mann, dass es weitergehen muss. Ganz zufrieden scheint er hier mit seinen Blicken nicht zu sein. Togai, der nimmt den Ball schon mal gleich Volley in den Lauf rein von Marco Lukas und dann geht der Ball in die Mitte durch die Abwehr durch in das leere Tor und da steht Marvin Gedenk mit dem 4:1 in der 70. Spielminute und das jetzt schon sein 7. Saisontor, ein verdientes Tor.
Die Abwehr, die war sowas löchrig wie ein Schweizer Käse und da musst du einfach durch. Im weiteren Verlauf wieder über rechts Marvin Gedenk und dann hier mal aufgepasst, wie Robben, zack, zieht er in die Mitte nach links und dann hätte es auch fast geklappt. Der Ball ging wirklich nur haarscharf am Kasten vorbei. Das wäre wirklich das absolute Knockout gewesen. Und auf der anderen Seite durfte der Hombrocher SV auch nochmal was probieren. Hier ein sehenswerter Fallrückzieher, aber der brachte nichts. Der Ball ging über den Kasten hinweg. Somit blieb es beim 4:1, ein verdienter Pflichtsieg, sag ich mal. Und in der nächsten Woche geht es dann nach Holzwickede. Ein anderer Gegner, ein unbequemer Gegner, auch ein Gegner, der ein Spiel so richtig in die Unruhe bringen kann. Und da muss der TSV natürlich drauf achten. Und das Ganze am Ostermontag.